Sie beschränken sich nicht auf einen Stil, sondern sie mischen alles, was geht und was sich gut anhört. Spulmanovas, das sind 6 Musiker aus fast allen Regionen Bayerns. Und die darf ich jetzt ganz herzlich willkommen heißen. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Stefan Straubinger sind sozusagen der Bandleader und haben mit ihrer Frau 2009 die Gruppe gegründet. Welche Musikstile kombinieren Sie denn da so wild miteinander? Also die Basis, das ist mal die bayerische Volksmusik. Und von der ausgehend gehen wir in verschiedenste Richtungen und vermischen zum Beispiel also das Bayerische mit Samba, mit Latin, mit Reggae, mit Rock, Pop, Funk, Jazz, Tango. Genau. Und der Bandname Spulmanovas wird ja nicht direkt bayerisch geschrieben. Was ist damit gemeint? Also ist das bayerisch gemeint oder ein bisschen spanisch auch? Beides. Das ist so ein Wortspielchen. Auf der einen Seite ist eben das bayerische Spulmanovas, also lass uns noch mal was spulen, lasst uns noch etwas spielen. Und auf der anderen Seite ist eben das Spulmanovas, lass uns was Neues spielen. Das heißt, und man kann sprechen, wie man es mag. Genau, ja. Und was hören wir jetzt von euch? Jetzt hören wir die Samba Polka. Okay, Bayern trifft Südamerika. Genau. So in etwa. Kann man sagen. Ja, wunderbar. Und wie das klingt, das hören wir uns jetzt an. Einen Applaus bitte für Spulmanovas. Das waren Spulmanovas